So, herzlich willkommen zurück zur Schlussetappe unserer Tour von Mailand nach Aalborg. Wir haben jetzt erfolgreich die Fähre gemeistert, stehen jetzt hier in Getza, haben gerade noch mal kleinere Politurarbeiten an den Felgen und so weiter vorgenommen. Das Auto soll ja schick sein, ne? Oder auch ein bisschen Denn mehr. oder auch ein bisschen mehr, ja, hust, hust, ne? Headhunter Sorry. Chris, ne? Entschuldigt bitte. Ja, der Kollege hat mich gerade ein bisschen mehr ausgegeben als bloß Reifen polieren. Nein, So, dann sind wir Hobby. eigentlich auch startklar für die letzten, was waren das, 400 irgendwas Kilometer? 400, ja, knapp 500. 428 sind es, genau zu sein. Ich habe gerade mal Naja, geguckt. knapp 500 also. So, ich würde sagen, Schlussetappe fahre ich mal wieder vor. Denn, guck mal, ich habe auch ein klein bisschen umgebaut. Ich habe mir auch hier dieses V8-Symbol hinten reingemacht. Sieht dann zwar aus wie so ein, ne? Aber sehe ich in der Nacht ein bisschen mehr vom Innenleben. Ja, wir reden übrigens auf Channel 9, sagt mein Funkgerät. 9,10 ist bei mir. Gut. Vielleicht ist der Hebel auch davor. Das kann sein. Dann brechen wir mal auf. Das ist 9,10 bei dir? Der Kanal vom Funkgerät. Ah ja, das ist 19. Den kannst du übrigens auch verändern. So, nachts losgebrüll in der kleinen Ortschaft hier. Ah, mit Nachtfahrten kennen wir uns aus. Ja, Haben auf jeden wir Fall. ungefähr zu 90%. Aber nimm eine große Kabine, solltest du dir auch irgendwann mal gönnen. Ah, ich bin dann noch so ein bisschen am Überlegen, weil ich die eigentlich ganz schick finde, die ich jetzt drauf habe, weil noch so ein bisschen Abwechslung in das optische Bild kommt. Das ist halt nicht nur so aussieht wie ein Kasten, weißt du? Oh, Ja, das ist ah, richtig. oh. Das war ein bisschen knapp. Was machst du denn? Machst du deinen LKW gleich wieder kaputt oder Ah, ich wollte gucken, was auf dem Ortsschild steht. was? Weil jetzt kann man wenigstens mal richtig stehen im Auto. Stehst du im Fahren, fährst du im Stehen? Nee, aber nach dem Aufstehen, nach dem Schlafen muss ich mich auch mal ein bisschen recken und strecken Oh, können, hier ne? kommt einer von vorne. Oh, das ist auch so. Der hat auf seinem Auflieger hat er zwei Auflieger geladen. Ja, der transportiert Trailer. Das hatte ich mal auf der Autobahn, die ganze Zeit überlegt, weshalb die da vier Heckleuchten sind in der Nacht. Bis ich dann das Auto überholt habe und es ein Transporter mit Anhänger drauf war. Also zwei Anhänger auf dem An ein Anhänger auf dem Anhänger. Okay. So ein Kommt noch einer von vorne? Pole, der irgendwie Autotransporter transportiert hat. So, hier vorne müssen wir auch rechts auf die Autobahn. Ich bremse mal ein wenig. Ja. Uhr. Ist ja ruckhaft. Bin wieder etwas, hol wieder etwas weiter Das war leicht über die Rasenkante. bei den engen Auffahrten hier. Oh, die Schilder blenden, wenn die direkt angeleuchtet werden. Machen Scheinwerfer aus. Ich bin übrigens auch der Nagel, wie hieß das? Nagel Group, Nagelgrub. getreten. Ich habe jetzt auch so ein schönes NG wie NIM Vornamen. So, 85 ja schon wieder angelegt im Tempomat. Bei mir fährst du bloß 70. Aber jetzt Nein, ziehst du weg. Jetzt ziehst du weg. ich beschleunige ja noch. Noch fahre ich 80 gerade. Aber er gibt Gas. Ich kann es auch anders formulieren. Ich hab 85 als Ziel in den Tempomat eingegeben. Oh, das ist ja schon diese Brücke über diese, das Meer quasi. Love it. Ja, was fürs Auge. Ja, ich finde das immer geil. Jetzt diese Filmkamera, weißt du? Würde ich wahrscheinlich auch meine Fracht kaputt machen, wenn ich es benutzen würde. Obwohl, wenn du hast ja immer diese Ingame-Spiegel an, ne? Denn die sind doch da, musst du dich an den Spiegel orientieren. Schön. Das Licht anlassen. Nein. Oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen aus der Spur gekommen.
deine Rundumleuchten an, oder? Ich? Nein. Also aus dem Rückspiegel gerade. Nein, nein. Wie siehst du denn schon? Achso, jetzt hast du an. Hm. Alter, ich kann nicht mithalten, ich habe auch zwei. Da. Ich habe keine rangebaut. Aus optischen Gründen. Nee, die müssen. Aus optischen Gründen rangebaut. So. Aber ich finde halt, Leute, die einen normalen Trailer fahren und ihre Rundumleuchten anhaben, finde ich einfach nur Quatsch. Genau, also ich mache sie da auch nicht an. Ich mache sie dann, wenn ich einen offenen Anhänger oder wenn ich eine Baumaschine oder so transportiere. Genau, genau. Oder einen Sperrlast. Wo es halt hingehört. Genau. Weil da ist es, da macht es Sinn. Also ich möchte ja auch ein bisschen realistisch spielen. Odense, die wollten wir doch aufdecken, ne, den Ort. Ja, da kommen wir durch. Aber jetzt, wie viel Zeit haben wir denn noch eigentlich? 30 Stunden, ja, können wir aufdecken, wie meiner. Sollte klappen. Hier vorne müssen wir auch gleich dann links ab. Links ab oder? Ja, so. Wir fahren halt links auf die Autobahn. Naja, okay. Und Varuna, mit Retarder ist angenehmer, oder? Keine Ahnung. Hab's noch nicht. Das war und so, gell? Nee, pass mal auf, wenn wir nachher, dann kannst du in den Settings Retarder automatisch. Und wenn du denn deinen Tempomaten drosselst, dann bremst der auch automatisch, ne? Brauchst du Retarder nicht extra drücken. So hab ich das zumindest eingestellt. Ja, ich auch. Ja, weil dann kannst du schön mit dem Tempomaten bremsen. Gut. Ja, dass der Tempomat, also dass der Retarder auf den Tempomaten runterbremst. Genau. Ja. Also wenn du jetzt Tempomat anhast, auf 85, gehst auf 80, dann drosselt das Auto auf 80 runter. Aber halt schön langsam. Nimm, mach Disco. Ich mach mit. Mach Disco? Ja, bei dir leuchtet sie ganze Zeit. Ah, gut, da bist du in diesem Bereich drin, wo dann das Licht animiert wird quasi. Ach so. Darum geht das quasi immer an und aus, wenn du halt immer wieder in diesen Bereich rein und raus fährst. Jetzt ist gerade, hast du gerade keins mehr an. Ja, und hier vorne ist Dings, aber ja. Könnten wir doch links vorbeifahren, ne? Rechts, rechts. Oh, ich wurde geblitzt, verdammt. Oh, bremst. Ah, ich auch. Ich nicht. Links vorbei. 234 Euro Maut, alter Schwede. Oh, ich wurde aufgeblitzt, verdammt, hinterher. ich nicht, gell? Ja, aber ich war am Blitzer vorbei. Das gibt's doch gar nicht. Die Jungs, den Blitzer habe ich auch überhaupt gar nicht gesehen, ganz ehrlich. Ich habe auch nichts gesehen. Ja, ich habe den Kasten gesehen, war wieder dran vorbei und dann. Bap, quasi stand dahinter schon wieder eine Zeitstreife. Alter, die Brücke ist ja noch krasser hier. Das ist diese lange, die du, glaube ich, meintest eigentlich. Genau. Abgefahren. Geht aber auch gut bergauf hier. Ich fahr bloß 49. Ich hab vergessen aufs Gas zu drücken. Wieder bei 77, Leute. Ich komm gleich einmal vorbei, pfiffen. Fahr schon 85. Du, er bremst schon wieder runter. Ja, ich seh dich im Rückspiegel. Warte. Gut, jetzt ja sagen Scania V8 Power, ne? Ich hab nur vergessen. Oh! Ich hab mega Crash gebaut. Ja, aber was ein Crash. Scheiße. Die Führerkabine hat einen Auflieger geküsst. Du hast geleckt. Ich? Ja. Sagst du immer wieder, fahrt nicht so dicht auf. Oh, du hast mit der Kamera gespielt, ich geb's zu. Nee, das lag jetzt nicht am Spiel, denke ich mal. Auf jeden Fall standest du quasi gerade. Eigentlich nicht. Oh, nein. Oh, ich fahr schön mit Kamera in Perspektive. Also Leute, ich habe wieder Motorfehlfunktion. Also bis Aalborg muss jetzt durchhalten. Oder nee, wir decken ja noch Odense auf. Das müsste jetzt ja auch gleich kommen hier. Boah, ich wäre verrückt. So ein Cheat.
Das war eine Nullnummer heute. Ich glaube, für also jeden bei mir auf jeden Fall. Nein, ich möchte ja nichts sagen, also meine Frau hat doch 0% Schaden. Oder? Warte, ich gucke es mal. Warte mal, wie war das? Ah, ne, 1%, Entschuldigung. Und deine Zugmaschine? Hatte vorhin wie viel Schaden? 13. Und wie viel hast du bezahlt? 14.000, glaube ich. Oh, dann geht's ja. Von hinten kommt was, aber die 13% sind aber 10% oder 12% Reifen, ne? Ja. Okay, du bist Odense abgefahren. Also jetzt, Odense kommt dir jetzt erst noch. Ja, ich habe gerade das erste Schild gesehen. Aber ich fahre da auf jeden Fall runter. Gibt's was zum Aufdecken, bestimmt auch eine Reparaturwerkstatt. Jo, auf der linken Seite. Mal gucken, wo wir hier runter müssen. Odense, 500 Meter. Oh, da rast einer vorbei. Nach der Brücke. Ihr seid auch Kollegen, ey. Ihr habt noch nicht mal gedrosselt nach meinem Unfall. Doch, aber dann wieder beschleunigt. Oh, ist kaputt. Naja, fahren wir weiter. Oh, falsche Richtung geblinkt. Ja, wir warten in Odense auf dich. Sollen wir Abschlepper rufen? Nö, läuft noch. Läuft. Aber fahren wir zum Dings hin, zum Händler, wa? Ja. Aber das, die Auffahrt Odense ist ein bisschen eng. Wo ist denn der Händler? Links oder rechts? Rechts? Der ist auf der rechten Seite. Bist du schon da? Hast mich gleich eingeholt. Ja. Bin ja auch mit etwas schneller gefahren, wie erlaubt. Ja, dann in dem Moment eh keine Rolle mehr. Sei froh, dass du keine Dashcam hast. Kein Videobeweis. Nee. Eine Untat. Aber ich war auch ein bisschen zu schnell, ich geb's zu. Ich bin gerade 87 gefahren. Oder 89. War 105. Ich werde einfach mal hier draußen warten, ne? Weil ich war da ja schon. Also ich muss ja nicht reparieren, meine ich damit. Ne? Ich war gerade bei der Werkstatt, ey, jetzt schon wieder. So ein Cheat. Ich zieh mal vorbei und dreh irgendwie um. Bin hier gerade auf den Rastplatz drauf gefahren, ich bin immer noch nicht müde. Sehr komisch. Ja, du trinkst zu viel Energy. Ja. Leider ja. Was machst du hier, Varuna? Probiere umzudrehen. Wir können auch im Kreis hier rumfahren, ne? Ist ja langweilig. Also brauchst du ja nicht drehen. Habe ich da hinten noch Platz? Sollte noch ein bisschen sein. Ja, ich glaube, das ist irgendwo die Leitplanke. Sie ist aber nicht. Ah, ne, ist noch weit weg. Aber hier kommt mein Auto jetzt, also Vorsicht. Links von dir ist eine Laterne. Ja, die habe ich auf dem Schirm. Wenn's kracht, ich meine, kann ja noch einen Tick zurückfahren. Na, das reicht, oder? Ich bin fertig, wir können wieder. Ich bin auch rum. Was macht ihr denn da? Ich habe gewendet. Mit so. Einer halben Stunde Straßenblockade. Jetzt wendet Nym auch, oder was? Ich fahr die Straße ja immer rum. Ich wollte gerade sagen, das wäre so einfacher gewesen. Ich warte gerade aus, vom Fenster ist frei. Also wie gesagt, das eben gerade, das lag nicht, das lag einfach nur geleckt, ne? Beim ja, ich hab, wenn ich hinter dir bin, auch manchmal ein Ruckeln. Ja, das ist normal, wenn man zu nah auffährt. Also man muss echt ein paar Längen LKW, also ein paar LKW-Längen Abstand halten. Und wartest du auf Nym? Ja, ja. Er kommt noch eine Kurve entfernt. Oh ja, ich muss sagen, die Tour geht so langsam zu Ende, glaube ich, oder? Noch ein bisschen, ein paar Kilometer haben wir. Ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen schaffen. Wir fahren noch einmal durch Odense durch da vorne und dann der Schlussspurt angesagt.
Ja, war auf jeden Fall eine coole Sache. Bis zu diesem Zeitpunkt, außer dass es wenig gewinnbringend war. Ja, gewinnbringend. Pecher müssen wir noch drauf zahlen. Ja. Also ich muss drauf zahlen, weil meine Reparatur hat 38 gekostet. Ah. Und ich habe ja noch ein bisschen Frachtschaden. Ich auch. 15 oder 16% bin ich jetzt schon. Vorne, gut, wird eine Autoagentur, eine Arbeitsagentur sein, denke ich mal. Eine Autoagentur? Hm. Und? Eine Arbeitsagentur. Neue Fahrer braucht das Land. Na, die wollen alles so viel Kohle. Also ich weiß nicht, ich finde das hier optisch und auch so städtetechnisch richtig geil animiert irgendwie, also. Da ist ein bisschen mehr wie sonst. Ja. Alles ein bisschen größer. Das ist halt toll irgendwie. Wir brechen gleich wieder Richtung Autobahn auf, also eine kleine Runde durch Odense gedreht. Schöner Ort, landschaftlich wunderschön gelegen. Bei Nacht? Ja. Bei Nacht, ja. Die Zugmaschine muss jetzt voll heile bleiben. Ja, auf jeden Fall. Auf in die letzten 228 Kilometer. Oh, die sind schnell gemacht. Oh, die Angestellten waren auch fleißig. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, aber über 500.000 haben sie gebracht, die 2 Tage. Also, das wird sich jetzt von Mal zu Mal steigern, aber jetzt kaufen wir dann ja zu dritt quasi die Werkstatt oder das Firmengelände in Aalborg. Also einen gemeinsamen Anlaufpunkt haben und dann. Wird über die Zeit auf jeden Fall ordentlich Geld zusammenkommen. Und quasi jetzt gleich nochmal 3 Angestellte dabei. Ich glaube 3 sind immer, ne? Wenn du frisch kaufst, hast du 3. Ich glaube 3, ja. Ist es nicht am Anfang einer? Ich habe in Stuttgart noch eine Garage, das ist erst nur ein Platz. Ja, aber die neuen Garagen, also die du dazu kaufst, die sind immer schon auf mittlerer Stufe. Also da vorne kommt eine Brücke. Da ist schon geteert und kein Schotter mehr. Und wieder eine Burg. Da macht er da hinten Rundumleuchten. Ausprobieren, aber irgendwie kriege ich die Kameraperspektive nicht so hin. Hier vorne auch gleich wieder runter. Aalborg, da steht schon dran. Der Zielort.
Wie viele Kilometer haben wir gemacht? 2400? Insgesamt waren es 1700. Wir sind ja einen kleinen Umweg gefahren über eine andere Strecke lang quasi. Naja. Ich habe jetzt 10.209 Kilometer auf meinem Truck. 16.160. 16.265. Ich bin mal gespannt, wann ich euch einhole. Wenn wir immer zusammenfahren, gar nicht. Muss man mal sagen, fahren. Aber wir können mal gucken, dass wir so ein paar Orte abgrasen, dass wir uns vielleicht alle die gleichen Garagen kaufen. Ja, ja. Sechs Ziele. Mal zusammenfahren. Nimm. Bist du Gas oder was? 85. Oh, ich war auf 90. Entschuldigen Sie. Ich bin auf 84. Du weißt, wenn du so zwei, drei LKW-Längen Abstand lassen. Ja, ich bin ja schon am Bremsen. Ne, bremst nicht zu viel, sonst hängst du von mir. Na gut, für euch ist wahrscheinlich egal, weil eure Fracht eh im Arsch ist. Aber meine ist noch recht gut. Schöne Bilder, wirklich diese Vorbeiflugkamera. Geil, ne? Ja. Gefällt mir auch richtig gut. Man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man rechtzeitig wieder auf die Innenansicht geht. Sonst crasht man. Es ärgert mich, dass du halt in dem jetzt keine Screenshots machen kannst, in dieser Perspektive, ey. Mhm. Hier vorne ist irgendwo Blitzer, glaube ich. Das habe ich gerade im Augenblick noch so ein Schild gesehen. Nee, das kann noch was anderes. Parkplatz. Ich muss mal ganz kurz den Parkplatz anfahren. Wir haben das Ziel sonst gleich erreicht. Das ist noch 180 Kilometer. Ich muss nur mal kurz austreten. Dann schaffe ich keine 100 Kilometer mehr. Ja. Na, dann biege ich auch kurz ab. Was sagt denn mein Tank? 257 Liter. Ich glaube, ich tank noch schnell. Kommt zwar noch 500 Kilometer, aber 100 müssen wir noch fahren. So, mache ich doch mal die Kiste hier noch voll. So. 1,35 kostet der Diesel hier. Echt so günstig. Ja. Oh, haben bloß 542 Liter reingepasst. So. Oh, Motor einfach ausgemacht. Bei laufendem Betrieb. Abgewürgt hast, ja. So, mal gucken. Muss der erst in der Tanke den Schlüssel holen? Oder? Ja, scheiß Schlüssel. Ach, da ist er wieder. Der Ort. So, geht weiter. Jetzt wollte ich gerade ein Nickerchen machen. Der Zielspurt. Willst du wieder vorbei, Herr Dander? Nö, ist okay, fahr vor. So, wir am Anfang unserer Reise im Sandwich der Schwarzmüller, beziehungsweise bei mir No-Name LKWs. Vielleicht ein paar DLCs dabei, die sich so gelohnt haben. Also wie gesagt, das Scania-Tuning-Paket finde ich extrem cool. Darum werde ich meinen Scania auch bis zum Verrecken fahren. Und danach einen neuen kaufen. Wenn sie den neuen bringen. Ich hoffe es ja. Wenn sie den neuen bringen, werde ich den wahrscheinlich auf jeden Fall sofort kaufen. Vorausgesetzt, ich habe das nötige Geld, sagen wir es mal so. Aber die Frage ist halt, wann das kommt, ne?
Also das Raven kann man sich sparen. Ist nicht so. Ja, zumal die eine Lackierung im Multiplayer nicht geht, die eigentlich am geilsten aussieht. Ja. Es ging so vor geraumer Zeit nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt geht. Mal mit dem anderen Account einfach mal ausprobieren. Die hat mir persönlich optisch noch am besten gefallen und die fand ich richtig cool, weil sie halt überwiegend schwarz waren, dann dieser in Gold gefasste Rabe quasi. Naja, man kann halt nicht alles haben. Aber gut, diese, was war das, 1,99 € oder so? Ah, war nicht teuer. War jetzt nicht so dramatisch, also. Kommt was von hinten? Ja. Wir müssen gerade aus, weiter. Einer aus China. Der hat schon einen weiten Weg hinter sich. Ein notorischer Linksfahrer. Ja, aber in China aber, ist das so, oder? Aber lieber so, als dass er mir die Karre zerbeult. Gleich ist er auch weit genug weg, dass ich meinen Fernlicht wieder anmachen kann. So, 58 Kilometer habe ich noch. Wo muss man eigentlich hinbringen? Nach Norsken. Bin mal gespannt, wie die Firma aussieht. Was hier auch immer lustig ist, ist die Leute, die da rumstehen, die machen irgendwas, entweder arbeiten sie oder zappeln da rum. Ja, schon cool. Boah, gemütlich in die Nacht rein cruisen. War schön morgens um 1:30 Uhr. Ich wollte gerade sagen, für 1:30 Uhr morgens ist es relativ hell draußen. Das sind fast immer am Polarkreis. Ja, das stimmt. Ja, weit weg ist bestimmt auch bald die Nordlichter. Ja, ob man die sieht, wenn man in Bergen oder so ist, so weit ganz weit oben, was so geht in der Karte. Ich war immer schon ganz oben, ich habe nichts gesehen. Immer in-game wird davon nichts zu sehen sein. Ah, die. Weil ich gerne im Real Life mal sehen wollen würde. Ich auch, auf jeden Fall. Irgend ein schönes Schauspiel. Spektakulär. Schon gesehen? Nee. Nächste Abfahrt. So, hier kommt unsere Abfahrt, genau. Ganz schon mal ein wenig. Ja, ich bin alt. Irgendwas gedrückt. Oh, ich habe Eingabe gedrückt, Auftrag abbrechen. Und dann man nimmt plötzlich von mir. Das wäre es mit der 1% Schaden gewesen. Dann hättest du ganz, ganz böse Kommentare von mir unter dem Video gelesen. Und war knapp, ich konnte mich beherrschen. Ich habe es noch hingekriegt. Hab Escape schnell genug gefunden. Schönes Städtchen hier. Ein paar Hochhäuser, ein paar Flachbauten. Warum lässt das so Platz, wenn der links abbiegt? Der kann doch einfach runterziehen. Ja, innerorts ist ein Blitzer. Ja. Ah, ja, mit 25 vorbeigeschlichen. Wie viel darf man denn? 50. 50, ich wollte gerade sagen. Da steht da, der Hühnerschräger. Ist unser Abgabeort. Ikea, glaube ich, ne? Ist das Ikea? Ne, es ist nebenan. Wir sind hier bei Norfood oder so, ne, oder? Norsken. Ach, Norsken. Das liest sich wie eine Lachsfirma. Oh, hier ist die Abfahrt direkt schon. Ja, gar ich nicht für Folge. Batterien. Bremsen.
viele Stapler. Aber keine gebrauchten, oder? Boah, ist wie so wie bei. Bei unserer Firma halt, ne? Kann man so sagen. Alle auf demselben Platz abstellen? In der Regel ja, aber es gibt doch noch Ausnahmen. Hatten wir zumindest schon ein paar Mal. Ja, ich muss da hinten abstellen. Muss hier vorne. Ja, ich muss auch vorne, wo ne muss. Oh, ich habe einen einfachen Parkplatz, ich kann einfach gerade drauf fahren. Aber was hast du gewählt beim Parken? Immer einfach oder ausgewogen? Nee, normal immer selber einparken. Ja, das ja. Und dann kannst du ja noch die Schwierigkeit aussuchen, ne? Ach, das weiß ich gar nicht. So, meine Sattelstützen sind weg. Oh Gott, mein Auftragsding ist tolerabel. Tolerabel? Na, meint es bestimmt miserabel. Ich habe 16.000 Gewinn gemacht. Das heißt insgesamt 22 Miese durch diesen Schaden. So. So. Kommst du noch raus, ne? Ja, ne? Ich muss gerade noch warten, bis er das hier fertig hat. Also. 2600 EP gab's. Leichte Abzüge wegen 1,2% Schaden, aber okay. Für Level 24 hat's gereicht. Den Punkt spare ich mir mal, ne? Ja. So, ich bin auch schon wieder da. Ich hab schon abgesattelt. Bist du weg, oder was? Ah, jetzt. Hat auf jeden Fall viel Freude gemacht, jetzt die Tour mit euch zu fahren. Ich hoffe mal, wir werden nochmal das Vergnügen haben. Oh, auch tolerabel. Ich pack dir deine Türe zu. Ah ja, noch ein bisschen Geld gekriegt. Ach verdammt, das ist die Beifahrertüre, dann kann ich ja nicht aussteigen. Hey. Das ist jetzt ja. Nicht klar, oder? Einmal mit drin gerauscht. Aber ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal Schluss. Wir haben es ja dann doch noch geschafft, die Ware mehr oder weniger heile ans Ziel zu bekommen. Mhm. Zumindest einer von drei. Um noch mal ein bisschen zu stochern, ne? Gut, dann danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Tour. Bis zum nächsten Mal. Ciao, vielen Dank. Tschüss.